Hallo ihr Lieben, hier ist er wieder, euer Rizzo. Neues Jahr, neues Glück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich riesig auf euch. Und ey, zwei Staffeln sind rum. Die dritte beginnt ab heute. Und heute habe ich was ganz, ganz Besonderes für euch. Ihr Lieben, ihr könnt in Zukunft die Gerichte, die ich in den vergangenen Folgen gekocht habe, zum Testen bei euch zu Hause in meinem Shop bestellen. Die schicken wir euch zu. Ihr macht sie warm, finalisiert sie. Und dann habt ihr den absoluten Rizzo-Geschmack bei euch daheim. Und dann macht es natürlich auch Spaß, die Gerichte, halt die Folgen noch nachzukochen. Also ihr Lieben, bleibt dran, heute für euch die Ochsenbacke, mein Silvestergericht für euch. Ciao. So ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ochsenbacke, heute das Thema. Mein Silvestergericht für euch. Und Ochsenbacke ist natürlich ein Gericht, was sehr, sehr lange braucht. Deswegen habe ich heute zur Hilfe wieder einen Schnellkochtopf. Silvester habe ich zu Hause zwei Varianten auch mal probiert. Einmal im Ofen, die Variante, die werde ich euch kurz erklären. Und natürlich die im Schnellkochtopf. Und der Schnellkochtopf, sagt der Name schon, dort geht es etwas schneller. Das heißt, innerhalb von einer Stunde plus die Anbratphase sind die dann auch fertig. Ochsenbacke, wer sie noch nicht zubereitet hat, das ist natürlich ein Muskelfleisch, ein Kaumuskel bei der Kuh, der natürlich immer in Bewegung ist. Das heißt, dort ist viel Kollagen auch eingelagert, was das Fleisch sehr, sehr zart und weich macht. Kollagen müsst ihr euch vorstellen, das ist der Klebstoff, der dann drin ist in dem Stück Fleisch. Zum Beispiel wird das Kollagen auch verwendet für die Naschkatzen unter euch, in den Haribos zum Beispiel. Dort ist Kollagen mit drin, in Gelatine halt. Ne? Gut, ihr Lieben, also, wir beginnen. Und zwar als erstes putzen wir uns erstmal hier die Ochsenbacken zu. Das heißt, Fett und Sehnen werden wir hier entfernen. Und ich sage es gleich dazu, bei der Ochsenbacke wird natürlich ein großer Teil an Soße auch entstehen, wo ihr euch ganz einfach dann auch ein bisschen was, ich sage jetzt mal, einem Eiswürfel Behälter oder in einem kleinen Gläschen halt wirklich zur Seite tun könnt, um bei Gerichten, wo keine Soße anfällt, ein bisschen was auf Vorrat zu haben. So, das sollte schon reichen. Hier unten das Stück lassen wir so. Was brauchen wir noch dazu für den Ansatz unserer Ochsenbacken? Ein gescheites Röstgemüse, das heißt ein Suppengrün aus Sellerie, Karotte, Zwiebel und Lauch, Gewürze, klar, logisch, unser gutes Bergkernsalz. Und ich kann euch vertrösten, ich kann euch trösten. Und zwar habe ich nochmal eine kleine Lieferung aus dem Salzburger Land bekommen. Das heißt, im Shop ist wieder Salz verfügbar. So, also hier schön wegschneiden. Das ist auf jeden Fall ein Artikel auch, den ihr bitteschön bei Edeka, beim Edeka Müller, beim Patrick oder wo auch immer vorbestellen solltet beim Fleischer. Weil der natürlich nicht immer lagernd da ist. Genau, wir beginnen als erstes hier bei den Ochsenbacken, die Ochsenbacken erstmal anzubraten. So, in der Zeit, wo die Pfanne hochheizt, schnappt ihr euch das Suppengrün in der Hinsicht. Das heißt, hier haben wir die Karotten. Braucht ja auch nicht wirklich schälen. Sauber sollte es natürlich sein. Also ich habe es vorher gewaschen. Man sagt, in Walnuss große Stücke schneiden für unseren gescheiten Soßenansatz. So, hier das Lauch noch dazu. Hier muss ich wahrscheinlich dann doch nochmal spülen. Bisschen Knoblauch dazu. Ja, nehmen wir mal so zwei Zehen. Die mal leicht anstoßen.
Und was nehmen wir noch daher? Noch eine Zwiebel. Die kann auch ruhig gern mit Schale hier verwendet werden. So, dann nehmen wir uns ein Öl daher. Also hier auch ein, was habe ich hier, ein Rapsöl, also ein Öl mit einem hohen Rauchpunkt zum Anbraten unseres Fleisches, ne? Nebenher noch ein bisschen Lüftung anmachen, logisch. So, jetzt hier volle Rakete. Und hier könnt ihr unmittelbar vorher auch gern salzen. Pfeffer natürlich noch nicht. Ne, Pfeffer machen wir dann erst zum Ende zu. Das heißt, Salz daher, hepp. Also wie gesagt, unmittelbar vorher könnt ihr salzen, das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn ihr es jetzt natürlich schon hier salzen würdet, liegen lassen würdet, würde es wieder Wasser ziehen. Daher macht es lieber erst wirklich kurz vorm Braten oder halt direkt in der Pfanne drin. Ne? Zwischenzeitlich gehe ich mal schnell den Lauch waschen. So, das schneiden wir jetzt ebenfalls hier. Grobe Ringe. Jetzt ist auch halt immer ein Punkt. Ne? Ich zeige es euch dann vielleicht mal bei der anderen Ochsenbacke. Das habe ich jetzt ein bisschen verpennt. Viele fangen dann an, wenn das Fleisch im Prinzip auf der Edelstahlpfanne halt noch drauf hängt, dann rumzukratzen, rumzustochern. Nee, warten. Ruhe bewahren. Zeit lassen. Ne? Zeit lassen, es löst sich von ganz alleine. So, hier wenden. Und jetzt können wir eigentlich schon die dritte dazugeben. Wieder ein bisschen salzen auf der Seite. Hep. Und die andere Seite natürlich bei den Ochsenbacken auch mit salzen. Und dort braucht ihr wirklich nie geizen. So. Ihr Lieben, und wenn ihr wüsstet, was hier im Hintergrund gerade abläuft, das wird mega. Ich verspreche es euch. So, die Parüren, also die Abschnitte, ne, sofern die jetzt hier in die Pfanne mit reinpassen, könnt ihr ruhig an die Seite mit reintun. Die tun wir auch schön scharf anbraten, damit wir dann auch wunderbar eine schöne Soße halt bekommen. Ne? Ich höre jetzt gerade die Frage, die kommt gerade rein, auf der Seite. Ritze, warum brätst du das nicht gleich in dem Schnellkochtopf an? Weil es dort halt nicht reinpasst. Ich brauche eine große Fläche. Deswegen mache ich das vorher in der Pfanne, gebe das dann in meinen Schnellkochtopf rein. Wenn ihr jetzt eine kleine Menge habt, nur die zwei Ochsenbacken, könnt ihr das gern gleich da drin machen. Aber dadurch, dass ich das Gemüse ja auch noch anrösten möchte, nehme ich im Prinzip dann die Ochsenbacken wieder raus oder setze die hier in den Schnellkochtopf rein und röste dann das Gemüse erst an. Deswegen halt einen Topf oder eine Pfanne mit einer großen Fläche. Frage beantwortet? Ich denke schon. So, hier nochmal gewendet. Hierbei ist auch immer wichtig, das wisst ihr ja mit Sicherheit schon, trotz alledem, nehmt euch eine Pinzette zur Hand, nicht mit der Fleischgabel reinstechen, damit der Fleischsaft schön im Fleisch drin bleibt und hier wirklich ein schönes Bratenstück dann im Endeffekt auch bekommt. Genau, wenn wir die Ochsenbacken dann abgeschlossen haben, machen wir uns natürlich noch ein geiles Selleriepüree dazu.
Und an Gemüse wird es geben ein Romanesco und ein paar Karotten. Ja, Soße ziehen wir uns dann schön gleich mit dem Rotwein. Lass mal einreduzieren, einkochen. Ein paar frische Gewürze dazu, das heißt Rosmarin, Thymian, Lorbeer wird es mitgeben, Salz und Pfeffer. Und das rundet das Ganze dann auch wirklich gut ab. Gut, die zwei sind jetzt hier schon gut angebraten. Zumindest die eine hier. Tun wir hier schon mal in den Schnellkochtopf rein. So, Nummer zwei da rein. So, hier fehlt jetzt ein bisschen Fettigkeit, weil natürlich an der Ochsenbacke an sich nicht wirklich viel Fett dran ist, was man hier rausbraten könnte. Deswegen gibt man noch einen kleinen Schluck vom Öl dazu. So, und wenn das hier ein bisschen dunkel wird, das ist genau richtig, das brauchen wir. Wir brauchen diese Röstaromen, um natürlich einen guten Soßenansatz zu bekommen, um schön Farbe in die Soße zu bekommen und natürlich auch Geschmack. So, jetzt kommt hier das Röstgemüse mit dazu. Mit dem Knoblauch gleich hier. Hup, rein damit. So, die letzte Ochsenbacke geht hier auch mit rein. Das müssen wir jetzt gleich noch pfeffern. Ein bisschen Öl zugeben. Ja, das hört ihr am Geräusch, am Bratgeräusch. Das muss halt, wenn es zu sehr knistert, merkt ihr halt so eine trockene Hitze, halt, die da entsteht. Ne? Wir wollen aber so ein bisschen mehr dieses Feinere halt, ne? Dieses feinere Knistern. Vielleicht habt ihr es gehört, also ich auf jeden Fall. Ansonsten, ich habe es halt in der Hinsicht dann auch im Gefühl oder im Gehör oder im Blut, ne? So, zwischendurch immer schön sauber machen. Punkt ist, beim Induktionskochfeld, ihr könnt auch eins machen, als kleinen Tipp nebenher. Schaut mal her, aber das macht ihr bitte nur beim Induktionskochfeld. Hepp, Küchenkrepp dazwischen. Weil das saugt natürlich auch so die ersten Fettspritzer so ein bisschen mit auf. Das ist so ein kleiner Tipp am Rande. So, alles schön anrösten. Und dann bewaffnet ihr euch so langsam mit einer Flasche Rotwein. Hier jetzt die Ochsenbacken noch pfeffern. Hier habe ich wieder unsere schöne Pfeffermischung, Louis-Pfeffermischung. Ihr kennt sie vielleicht schon, der ein oder andere hat sie zu Weihnachten verschenkt. Bengalischer Langschwanzpfeffer, Telicherrypfeffer und Robert? Und jawohl, Robert, du bist noch dabei. Schön, dass du dabei bist, Robert. Ich danke dir. Und noch eine geile dritte Staffel, oder? Muss auch noch dazu sagen, sind natürlich auch alle Partner wieder mit dabei. Also auch nochmal vorab schon mal wieder vielen lieben Dank für das Sponsoring der Ware von Edeka Müller und natürlich hier in den Räumlichkeiten bei den Liebschers in Konradsdorf. Und die Niki ist natürlich auch wieder mit dabei. So, jetzt Rotwein schnappen. Ihr wisst, nicht alles mit einmal. Weiß gut, dass wir hier keinen Rauchmelder haben, oder? Puh. Also, wir machen das in drei Schritten. Das heißt, erstmal aufgießen, einkochen lassen, also einreduzieren lassen. Der PC hat das letztens ganz gut beschrieben, wo er
gekocht hat. Ich weiß gar nicht, was er für einen Soßenansatz gemacht hat, Robert. Weißt du es noch? Für die Gänsesoße. Ah, okay. Nee, hat er ganz toll gemacht. Dann nochmal Grüße gehen raus an Petzi. Und ansonsten dürft ihr natürlich gern, ne, einfach mal unten in die Kommentare reinhauen, was es bei euch so für Schmorgerichte, leckere Schmorgerichte gibt. Ne? Wenn ihr da mal die ein oder andere Idee braucht oder einen Tipp braucht, hier dann anrufen, kommentieren, E-Mail schreiben oder wie auch immer. Ne? Also ihr dürft gerne mit mir kommunizieren. Gut, das lassen wir jetzt einköcheln. In der Zwischenzeit, ihr Lieben, können wir schon für unser Sellerie-Püree die Zutaten zuputzen. Das heißt, wir brauchen hier einen Knollensellerie. Wir brauchen mal 1, 2, 3 Schalotten. Wir brauchen Butter, definitiv. Und einen Topf mit Decke. Also erstmal hier komplett weggeschält. So, und wenn die Flüssigkeit, also der Rotwein, dann so richtig eingekocht ist und ihr im Prinzip das Gefühl habt, dass es kurz vorm Anbrennen ist, dann ist es schon zu spät. Ihr solltet vorher auf jeden Fall nochmal Wein nachgießen. Also das heißt, immer schön in Beobachtung halten. In Beobachtung halten. Na, ihr seht hier, ist noch Flüssigkeit da. Die sollte auf jeden Fall noch verkochen. Ja. Jetzt mal ein bisschen höher halten hier. Die sollte noch verkochen. Und dann ist wieder Zeit zum Nachgießen. Und ihr werdet sehen, nach dem dritten Mal aufgießen, dass die Farbe sich ins Tiefschwarze eigentlich verändert. Ja. So, jetzt den Sellerie noch flugs geschält. Von den Gemüseabschnitten hier, also von dem Sellerieabschnitten und auch dann von den Karottenschalen, könnt ihr euch gerne noch eine schöne Gemüsebrühe ansetzen für das Aufgießen einer Suppe, die ihr kocht oder was auch immer ihr machen möchtet, einen Eintopf, einen Gemüseeintopf oder wie auch immer, dass ihr ein bisschen Fond da habt. Ne? So, den Sellerie erstmal hier halbieren, Scheiben schneiden, dann in Streifen oder Balken in dem Fall und dann würfeln. So, ich weiß nicht, kann man das hören? Das Geräusch aus der Pfanne? Die lechzt im Prinzip nach Flüssigkeit. Ja, wir sind jetzt kurz davor, dass der Wein eingekocht ist oder einreduziert ist. Das heißt, jetzt ist der Augenblick gekommen, wieder aufzugießen. Wir können auch die Temperatur dann wieder etwas höher stellen. Hört man es? Ich denke schon. Robert nickt. So, wieder aufgießen. Puh. Püha. Robert, machst du mal hier den Schrank auf, bitte? Weil der Punkt ist ja natürlich, den Wein, den ihr verkocht, der sollte natürlich auch getrunken werden, ganz klar. Also nehmt nicht, nehmt ein einfaches Saftglas, oder? Oder eine Kaffeetasse. So, wenigstens einen kleinen Schluck halt, ne? Nur einen winzigen Schluck. Gesundes Neues, ihr Lieben. Prost, Neuer. Also hier wieder schön einköcheln lassen. Bis wir dann das nächste Mal aufgießen. Jetzt kommen wir zu den Schalotten, die auch würfeln.
kommen wir hier bei den Endstücken an der Schalotte. Ne? Die einfach wirklich mit in den Soßenansatz rein. So, für den Ansatz unseres Sellerie-Pürees nehmen wir uns hier einen Topf daher, schön Butter rein. Kann auch reichlich rein. Schon mal die Menge des Selleries, sage ich jetzt mal hier, ist ein halbes Stück Butter eigentlich gar nichts. Lassen die Butter schön zerlaufen erstmal, schwitzen die Schalotten glasig an, geben dann den Sellerie dazu, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, eine kleine Prise Muskat, dann Deckel drauf und dann lassen wir ihn bei kleiner Hitze wirklich in seinem eigenen Saft garen. Ne? Wie in seinem eigenen Saft. Im Prinzip durch das Salzen oder durch das Würzen an sich entziehen wir natürlich auch dem Gemüse halt dort seine Flüssigkeit und somit und Temperatur setzen wir natürlich auch aus und da kocht im Prinzip das Wasser des Gemüses im Endeffekt aus und wir garen dann im Endeffekt den Sellerie in seinem eigenen Saft, sagt man dazu. So, ihr Lieben, jetzt ist es wieder soweit. Schaut's her. Die Farbe wunderbar dunkel. Warten noch eine Minute und dann gießen wir wieder auf. So, ihr seht das wunderbar, ne? Flüssigkeit ist weg. Rotwein genommen. Jetzt machen wir hier den letzten Schluck drauf. Flasche leer. Jetzt lassen wir das Ganze nochmal schön aufkochen. Verkochen jetzt natürlich nicht die ganze Flüssigkeit, sondern geben es dann direkt zu unseren Ochsenbacken dazu. Machen wir jetzt hier nochmal gescheit Salz dazu auf jeden Fall. So. Nochmal anderthalb Schippen. Noch ein bisschen Pfeffer. Dann geben wir den Lorbeer dazu. Dann habe ich hier 4 Blatt. So, rein damit. So, und gießen jetzt natürlich hier noch ein bisschen Flüssigkeit mit auf. So sollte es passen. Wie ihr seht, mit dem Küchenkrepp ist jetzt nicht wirklich viel passiert. Es ist zwar leicht angebräunt, aber es ist jetzt nicht in Flammen aufgegangen. Aber wie gesagt, denkt bitte dran, dass ihr das nur mit einem Induktionskochfeld macht. Ne? Jetzt geben wir hier noch ein bisschen Rosmarin und Thymian dazu. Rosmarin. Thymian, den ein bisschen anwalken. Da mit rein. Schnappen uns den Deckel. Klappe zu. Jetzt lassen wir im Prinzip hier das Ventil oder den Druckanzeiger im Prinzip aufsteigen, bis auf den zweiten Ring. Wenn er zu viel Druck drin haben sollte, bläst dann hier raus und dann gehen wir mit der Temperatur runter und somit haben wir natürlich auch ein schonendes Garen oder ein energiesparendes Garen. Ne?
Die andere Alternative wäre natürlich, das jetzt Ganze im Rohr zu machen, also im Ofen. Und im Ofen würde ich euch empfehlen, im Prinzip bei 140, 160 Grad die Ochsenbacken wirklich so lange zu garen, bis sie gar sind. Das ist jetzt kein dummer Spruch, sondern das ist tatsächlich so, weil natürlich auch jede Ochsenbacke da ein bisschen anders geschaffen ist. Ne? Das heißt, ihr merkt es dann ganz einfach, wenn er wirklich mit einem scharfen Messer in das Fleisch dann wirklich tatsächlich auch reinstecht, das dürft ihr dann, ne? Weil der Fleischsaft ja dann auch in der Soße schon drin ist. Und wenn sich das im Prinzip richtig schön von der Schneide des Messers wieder löst und runterrutscht, dann ist es perfekt, dann ist es super, dann ist die Garzeit zu Ende. Ich sage euch mal roundabout ungefähr 2 Stunden, 2,5 Stunden könnt ihr Minimum rechnen. Ne? Es gibt natürlich auch noch wirklich andere Garmethoden, wie zum Beispiel Sous-Vide-Garen. Das könnte man natürlich auch in den nächsten Folgen irgendwann mal aufgreifen. Vielleicht interessiert euch das. Da wäre die Ochsenbacke, wenn wir die Sous-Vide-Garen würden, bei 58 Grad 24 Stunden in einem Wasserbad, in einem Vakuumbeutel im Prinzip im Garprozess. Aber ein Geschmackserlebnis hoch 10. So, jetzt hier machen wir es heute auch mal ein bisschen anders. Als erstes hier die Schalottenwürfel anschwitzen, hatte ich gesagt. Wechseln wir gleich mal hier auch auf die Induktion. Gut, jetzt haben wir in der Zwischenzeit den Sellerie noch zuputzen. Haben wir zugeputzt, meine ich. Den Romanesco werden wir jetzt hier noch zuputzen als Gemüsebeilage und natürlich die Karotten. Wo ist jetzt hier die Schüssel? Hier ist sie. Also hier beim Romanesco schön mal einfach die Röschen runterschneiden. So, ihr Lieben, ihr seht jetzt hier, ne, der Ring, zweiter Ring ist oben. Das heißt, jetzt könnt ihr wirklich mit der Temperatur nach unten gehen. Je nachdem, was ihr für ein Modell habt von einem Schnellkochtopf. Ich bin jetzt auf Stufe 3 und dort lasse ich es jetzt wirklich tatsächlich eine Stunde lang laufen. Ne? Gut, jetzt kommt hier der Sellerie noch zu unserer Butterschalotte dazu. Katastrophenalarm, ja. So, hier wird's mal mit Salz. Jetzt war ich aber gerade selber laut. Robert sagt nämlich immer zu mir, Kai, rede so, wie du dann redest. Aber im Endeffekt bin ich dann in der Aufnahme tatsächlich immer wirklich lauter. Oder, Robert? Genau. Salz, Pfeffer haben wir dran. Den Muskat gebe ich dann kurz vorm Ende erst zu. Jetzt hier wirklich einfach Deckel drauf. Und laufen lassen. Bis er weich ist, ich sag mal so 25 Minuten Minimum. Jetzt haben wir noch die Karotten auf der Agenda. Haben wir hier schöne Buntmöhren. Nehmen wir uns einfach mal. Naja, noch eine geht noch. Eine geht noch. Die zur Seite. Schälen wir uns die Flux noch runter hier. Ja.
Spitzen schneiden wir ab. Karotte halbiere ich der Länge nach. So, wenn jetzt hier noch grün ist oder grün dabei ist im Ansatz, was nicht so schön aussieht, das macht ihr bitte ab. Ansonsten könnt ihr es gern dekorativ dran lassen. Jetzt schnappen wir uns eine Schüssel. Möhrchen rein. Zu Hause darf das ruhig auch eine kleinere sein. Wir haben jetzt hier Romanesco, wir haben jetzt hier die Karotten. Jetzt geben wir hier Zucker und Salz dazu. Im Endeffekt garen wir jetzt das Gemüse schon vor. Mit Zucker und Salz wirkt hygroskopisch, zieht Wasser. Und somit haben wir einen tollen Effekt. Wenn ihr das zu Hause sonntags bei euch zu einem Braten, wie auch immer, macht, könnt ihr mit jeglichem Gemüse machen. Und lasst es einfach mal eine halbe Stunde vorher oder eine Stunde bei euch in der Küche stehen, mit Zucker und Salz mariniert. Ihr werdet sehen, die Farbe wird sich noch mehr entwickeln. Also es wird der Romanesco wahrscheinlich noch grüner werden und die Karotte natürlich wunderbar ihre Farbe entfalten. Und wir gucken uns das in 20 Minuten nochmal an, was hier passiert ist. Okay, jetzt ist erstmal Zeit, um ein bisschen aufzuräumen, mit dem Robert einen Kaffee zu trinken. Ne? Also, bis gleich. Also, ihr Lieben, schaut mal her hier, was hier passiert ist. Und zwar bei den Karotten hat es jetzt natürlich hier schön das Wasser gezogen und somit ist sie natürlich auch leicht angegart. Das heißt, außenrum leicht weich geworden, aber im Kern halt noch schön knackig. Und somit werden wir sie dann ganz kurz noch ein bisschen Butter halt mal anschwenken. Wir schauen mal hier nach unserem Selleriepüree, was ja noch kein Püree ist, weil wir haben sie noch nicht püriert. Aber was der Geschmack sagt und... Wunder. So, wir lassen jetzt mal hier ein bisschen Dampf ab, genau. Um unsere Soße dann noch abzubinden, ne? In Konradsdorf ist es immer sehr, sehr kalt. Das heißt, eine zimmerwarme Butter sieht in Konradsdorf so aus, ne? Das heißt, ab in den Ofen damit. Und jetzt würde ich sagen, pürieren wir mal hier unser Selleriepüree. Aber vorher schießen wir noch unser Gemüse heiß. Und zwar Butter rein hier. Eins, zwei, Butter alle. In den einen die Karotten. Gleich mit dem Wasser, was hier noch drin war. Also mit dem eigenen Saft der Karotte. Und in den anderen Topf machen wir hier den Romanesco. Hep, rein mit dir. Lasst uns mal hier noch einen kleinen Schluck Wasser zugeben. Überall. Deckel drauf und laufen lassen. Zum Schluss gibt es dann noch ein bisschen Pfeffer. Beim Selleriepüree müsst ihr halt mal schauen, dass nicht zu viel Flüssigkeit drin ist, weil ansonsten wird es dann mehr oder weniger eine Suppe, die Flüssigkeit dann entweder abschöpfen oder halt... Ich sage jetzt mal abgießen, wäre auch eine Möglichkeit. So, Selleriepüree ist soweit ready. Schmecken wir nochmal ab. Mega. Deckel drauf, warm halten. So.
So, jetzt werden wir hier gleich die Ochsenbacken rausnehmen. Mal kurz der Regie noch Bescheid geben. Regie, ich bräuchte mal bitte noch eine Reibe aus meiner Messertasche, bitte. Ah! Und der Robert ist nämlich schon ganz oft geregt. Was die Ochsenbacken hier betrifft. Merci. Haben gesagt, hier noch ein bisschen Muskat dazu, ne? Reicht. Und beim Gemüse wollten wir noch etwas Pfeffer zugeben. So, schauen wir mal rein, was die Ochsenbacken machen, oder? Nase weg. Regie. Ich bräuchte bitte noch meine Pinzette aus dem Abwasch. Machen wir mal hier kurz den Test bei unserer Ochsenbacke. Schaut her. Geht sofort ab vom Messer. Also auf jeden Fall in der Hinsicht gar. Besten Dank. So, die nehmen wir uns jetzt hier raus. Nummer 1. So, dann werden wir uns jetzt hier gleich mal einen Teil abgießen. So, die lassen wir jetzt noch ein bisschen einreduzieren, ein bisschen einkochen. Die Ochsenbacken stellen wir uns nochmal heiß. Gucken, was die Butter macht. Das sieht schon mal gut aus hier. Nehmen uns jetzt ein bisschen Mehl. Und machen uns eine kleine Mehlbutter fertig zum Abbinden unserer Soße. Macht man hier vom Mengenverhältnis her ein Teil Butter, ein Teil Mehl. Schneebesen dazu hier. So rührt sich die ganze Geschichte hier schön glatt. So, und dann würde ich schon fast sagen, heiße Phase. Robert, machen wir einen großen Teller heute oder wie hätten wir es gern? Was meinst du zum Neujahr- oder Silvesteressen? Für mich einen großen Teller. Für dich einen großen Teller. Erstmal Soßen noch probieren und dann heißt es wirklich anrichten. Ihr Lieben. Und wie gesagt, wenn ihr diesen Ritzelgeschmack haben möchtet, dann gibt es das komplette Gericht, die Ochsenbacke mit dem Selleriepüree, mit den Karotten, mit dem Romanesco, im Prinzip einzeln vakuumverpackt vorgegart. Ihr müsst es wirklich nur noch finalisieren zu Hause, könnt ihr direkt bei mir im Shop bestellen. So, jetzt binden wir die ganze Geschichte noch ab. Im Prinzip die Mehlbutter jetzt hier dazugegeben. Wichtig ist natürlich bei der Mehlbutter, dass sie dann wirklich auch noch köchelt, damit der Mehlgeschmack halt rauskocht.
So, alles raus hier. Hier gibt es natürlich auch mehrere Methoden, die Soße abzubinden. Man könnte es jetzt hier mit kalter Butter montieren. Das heißt, eiskalte Butter in kleine Würfel schneiden, dazugeben und dann mit dem Pürierstab im Prinzip durchpürieren, aufschäumen. Und durch die kalte Butter gibt es natürlich den wunderbaren Glanz. Und die bindet natürlich auch sensationell ab, die Soße. Ne? Dann haben wir die Möglichkeit hier der Mehlbutter, also der Beurre Manier, wie wir es eben gerade gemacht haben. Das heißt, Butter, Zimmertemperatur, Mehl dazu 1:1. Haben wir eine sensationelle Beurre Manier. Kann man sich vorbereiten, in eine Folie einwickeln, ab in Frost. Wenn ich es brauche, schneide ich es einfach runter und den Rest wieder zurück in den Frost. Das heißt, ich habe immer was da. Oder es gibt noch den Wilhelm. Umgangssprachlich in der Küchensprache gesprochen wäre im Prinzip Mehl und Wasser angerührt mit zugegeben. Mehl und Stärke geht genauso, um eine Soße halt abzubinden. Aber ich bevorzuge lieber immer diese Beurre Manier, weil ich diesen Buttergeschmack in der Soße wirklich sehr, sehr gern habe. Okay. Machen wir uns jetzt mal hier alles flott zum Anrichten. Bei los geht's los. So, jetzt haben wir hier schön Selleriepüree erstmal flach gestrichen. Legen jetzt hier so ein bisschen den Romanesco drumherum. So. Jetzt schnappen wir uns hier noch die Möhrchen. Ups. Mach hier noch eine hin. So, holen wir uns die Ochsenbacke noch aus dem Ofen hier. Hep. Butter weich. So, hier schaut her, hier seht ihr im Prinzip das eingelagerte Kollagen, was die Ochsenbacke so klebrig halt macht. Ne? Die setzen wir uns jetzt hier schön in die Mitte. Machen wir hier noch den kleinen Anschnitt dazu. Bam, jetzt kommt die Soße. Das ist ein geschmortes Gericht, da kann die Soße gern über das Fleisch drüber, bei kurzgebratenen Geschichten bitte nicht. Dort macht man eher die Soße drunter oder man lässt sie ganz weg. So, jetzt hier schön, könnt ihr eure Kreativität auch freien Lauf lassen. Ne? So, schönes Karottengrün. Setzen wir hier mit ein, guckt mal, dann haben wir hier noch ein bisschen Rosmarin, oder? Und vielleicht noch ein kleines Thymianzweigchen. So, schaut mal hier. Herrlich. Damit rein. Et voilà. So, ihr Lieben. Rizzos Ochsenbäckchen, Selleriepüree, feinste Karotten, Romanesco dazu. Und das Ganze, ihr Lieben, gibt es natürlich auch im Shop bei mir. Wenn ihr den Rizzo-Geschmack, den Rizzo-Taste bei euch haben möchtet, dann bestellt es bei mir im Shop und dann könnt ihr es auch gern noch nachkochen. Also ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Lasst mir einen Kommentar da, ob es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Staffel auch wieder mit dabei seid. Habt lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, euer Rizzo.